Okay. Ein letzter Blick in den Spiegel. Und auf geht's. Hallo, ich möchte euch heute ein bisschen was darüber erzählen, was hier demnächst so passieren wird und was ihr für Videos sehen werdet und warum ich das Ganze mache. Genau, fangen wir auch gleich einfach mal an. Also, lange Geschichte kurz. Ich will nächstes Jahr zum Wintersemester, also im September 2016, nach Japan gehen und dort ein Auslandsjahr machen. Das heißt, ich will dort an einer Uni ein Jahr lang studieren. Und weil ich das Land selber voll cool finde und so Videos und Bilder aus dem Land immer voll interessant finde, habe ich gedacht, dass ich dann einfach meine Kamera mitnehme und einfach ein paar Videos drehe und zeige, was ich in Japan so mache und was es dort alles zu sehen gibt. Da bis zum September ja noch echt viel Zeit ist, fragt ihr euch jetzt vielleicht, was passiert bis September. Ich selber finde die ganze Organisation, wo ich jetzt gerade noch auch drin stecke, ja total kompliziert. Und es ist ziemlich viel Papierkram. Und deswegen dachte ich, ich teile einfach meine Erfahrungen damit und dann ist es für jemand anderen vielleicht etwas einfacher, ein Auslandssemester oder ein Auslandsjahr zu machen. Aber das hat ja jetzt mehr mit Auslandssemester als mit Japan zu tun. Aber auch zum Thema Japan will ich ein paar Videos machen. Also ich will euch einfach zeigen, wie ich mir mein kleines Stückchen Japan in mein Leben hier in Deutschland bringe. Genau, ich habe ja schon ein Video gemacht, wo ich japanische Süßigkeiten bestellt habe. Und solche ähnlichen Videos will ich auch weitermachen. Das heißt, andere Unboxings auf jeden Fall. Ich habe mir zum Beispiel Matcha bestellt und dazu will ich auch so eine Art kleines Review machen. Was ich auf jeden Fall für Videos machen möchte, sind als erstes das Matcha-Review, dann vielleicht auch ein Video dazu, wie mir die ganzen Süßigkeiten geschmeckt haben, weil ich habe die ja bisher nur ausgepackt. Mittlerweile ist übrigens alles schon alle. genau, und dann würde ich gerne auch ein Video machen zu dem Thema, wie ich Japanisch lerne und wie ich überhaupt dazu gekommen bin, nach Japan zu gehen. Dann müsste ich meine Kamera auch mitnehmen, wenn ich zum Beispiel beim Japan-Festival bin, wenn ich auf der DDeko bin und wenn ich auf der LBM, also der MCC bin. Und einfach zeigen, was dort los ist. Und ja, allgemein, das sind so die Sachen, die ich jetzt gerade im Kopf habe. Aber ich denke, da wird auch noch viel, viel mehr kommen. Ich bin auch offen für neue Ideen. Das heißt, wenn es Anfragen für irgendwelche Videos gibt, wäre ich da auch voll dabei. Was ich mir auch vorstellen könnte, ist vielleicht so ein bisschen Cosplay-Stuff. Ich habe bisher 2 Cosplays gemacht. Ich bin da zwar übelst der Noob drin, aber prinzipiell könnte ich euch auch davon was zeigen, beziehungsweise bei uns gibt es auch im Sommer so Cosplay-Treffen und da könnte ich meine Kamera ja auch mitnehmen und einfach so auch was von den anderen Leuten zeigen, weil da sind übelst krasse Cosplayer dabei. Also dann kommen wir mal zu den Gründen, warum ich das hier mache. Im Endeffekt habe ich 2 Gründe. In erster Linie mache ich das für meine Familie und meine Freunde, damit die halt immer wissen, wie es mir geht und was so bei mir los ist, weil es ist ja dann doch schon ein ganz schön großer Zeitunterschied und da weiß ich halt nicht, wie das dann immer ist mit der Kommunikation und ob das immer alles so klappt. Der zweite Grund, warum ich das mache, ist, dass ich selber total interessiert bin an Japan und mich mit ganz vielen Leuten darüber austauschen möchte und gedacht habe, vielleicht gibt es da draußen ja auch Leute, denen es genauso geht. Genau, und der dritte Grund, ich habe zwar gesagt, es gibt 2 Gründe, aber es gibt dann doch noch einen dritten Grund, warum ich das machen will, ist, ich will einfach so ein bisschen Erfahrung sammeln mit dem Videos drehen, Videos schneiden und Videos bearbeiten und so, weil das auch so ein bisschen in die Richtung von meinem Studium geht. Und das sind eigentlich die Gründe, warum ich das hier jetzt mache. Und wenn ihr denkt, dass euch die Themen irgendwie interessieren und euch meine Videos vielleicht gefallen könnten, dann könnt ihr gerne abonnieren und ich freue mich auf euch und ich freue mich auf die ganzen Videos und ja. Genau, das war's.